Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MySheesh. Wir haben heute mal wieder einen neuen Tabak für euch auf meinem Kanal und es geht heute um den weiteren Adalia und zwar um die Nummer 25, Adalia Endless Flirt. Was soll Endless Flirt sein? Das Ganze soll eine Mischung aus Blaubeere, Maracuja und Mango sein. Wie ich finde, eine sehr interessante Mischung, da Blaubeere immer ein ziemlich schwer zu treffender Flavor ist. Maracuja immer so eine schön säuerliche Note in den Tabak ganz einfach mitbringt und Mango in so gut wie jedem Tabak extremst im Vordergrund steht. Ob das hier auch so ist, werden wir jetzt herausfinden. Aber kommen wir erstmal zu den Grunddaten. Ihr bezahlt hier wie immer bei Adalia für 200 Gramm Tabak 16,90 Euro und dann kauft ihr euch hier dieses Shotfläschchen für 1,50 Euro dazu. An der Stelle ist es mal nicht dieser Minz-Menthol-Mix oder dieser Eismix halt, sondern ich komme mal ein Stück ran. Es ist der ATH Coolmix. Wie ihr jetzt auf dem Bild vielleicht schon gesehen habt, ist der Coolmix ein reiner Minzshot. Also er bringt euch zwar Kühle, logischerweise, wie das der Mentholshot auch macht, aber Menthol hat ja eine eigene Note und Minze wiederum auch. Also Minze schmeckt halt einfach nach Minze. Ganz klar. Und das bringt euch halt diesen Minzflavor mit rein. So, den stellen wir mal vorsichtig hier hin und dann öffnen wir die Dose. Ihr habt dann wie immer bei Adalia hier ein Factory Bag drin, mit dem ihr das Ganze kneten müsst. Video verlinke ich euch da oben, war es glaube ich. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig. In der Infocard quasi ploppt dann hier auf das Shot-System von Adalia. Wir riechen jetzt mal dran. Also, ihr habt im Vordergrund wie beim Eismix so einen Kaugummi-Note, ja, diese Wrigley Spearmint Kaugummi-Note. Allerdings riecht ihr hier auf jeden Fall, dass da kein Menthol dabei ist, sondern dass das eine reine Minze ist. Ansonsten geruchlich eine Blaubeere rieche ich hier jetzt so nicht raus. Es ist allgemein sehr schwer zu beschreiben, also es ist so ein exotischer Fruchtgeruch. Wobei aber die Maracuja, finde ich, stärker ist, weil die so eine sauerspritzige Note mitbringt. Spritzig ist übrigens, habe ich gemerkt, in den letzten Videos mein neues Lieblingswort geworden. Ja, aber Mango, also es riecht auf jeden Fall nicht nach einer typischen Shisha-Mango. Aber ja, so ein bisschen mit drin könnte es schon sein, aber es ist halt keine typische Mango. Ich zeige euch jetzt mal hier den Schnitt, den werdet ihr dann gleich im Schnelldurchlauf im Kopf war auch noch mal sehen, aber wie ihr seht, ja, brauche ich euch eigentlich nicht zeigen. Adalia typisch, mittlerer Schnitt, finde ich, super Schnitt, lässt sich gut bauen. Molasse technisch, wie bei Adalia immer, nicht zu trocken, nicht zu feucht. Ihr habt unten keine überschüssige Molasse am Boden der Dose. Trotzdem ist er so feucht, dass er nicht zu trocken ist. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Also quasi das Ganze perfekt eingezogen. Dann würde ich sagen, wir quatschen auch nicht lange drum rum. Ich zeige euch jetzt hier den Kopfbau im Werkbund Zeus, wie immer, locker fluffig gebaut, im Schnelldurchlauf und dann sehen wir uns hier gleich zum Rauchen wieder. Macht's gut. Nee, bis gleich. So, willkommen zurück, Leute. Kopf habt ihr gesehen, locker fluffig in den Werkbundzeus reinfallen lassen. Das Ganze ist, würde ich sagen, diesmal Vollkontakt geworden. Das passiert bei mir in letzter Zeit automatisch, dass es nicht mehr Noppenkontakt wird, sondern Vollkontakt. Finde ich aber eigentlich nicht weiter schlimm. Und dann habe ich euch ja eigentlich alles Wichtige zum Tabak gesagt. Und dann kommen wir jetzt zum Allerwichtigsten. Und das ist der Geschmack und die Rauchentwicklung. Also nehmen wir doch mal einen schönen Zug vom Adalia Endless Flirt. Also auf jeden Fall sehr guter Vollkontakt. Ich würde sogar sagen, ich habe den Kopf ein bisschen zu voll gepackt. Der Durchzug ist gerade nicht optimal.
Ihr seht es auch, glaube ich, an der Bowl, die ist schneeweiß, also die ist komplett voll mit Rauch. Ganz ehrlich, es ging schon mal leichter zu ziehen. Ja, hier fallen auch Tabakblätter durch, also blockiert da jetzt gerade irgendwas wieder das Funnelloch. Ihr merkt ja auch, wie lange ich ziehen kann. Trotzdessen würde ich sagen, die Rauchentwicklung ist sehr, sehr angenehm. Ja, kann man nicht meckern. Ist eine sehr schöne, dichte, gute Rauchentwicklung. Hier ist schon wieder alles vernebelt, also Rauchentwicklung geht auf jeden Fall klar. Nehmen wir jetzt nochmal einen Zug für den guten Geschmack und dann quatschen wir mal darüber, wie das Ganze denn nun schmeckt. Also, durch den Shot wird das Ganze sehr schön minzlastig. Also ihr habt diesen klaren Geschmack von einer schönen Minze. Es schwingt auch eine gewisse Kühle mit, allerdings. Die ist ungefähr 50% von diesem ATH Aqua One oder von dem Ice Mix Shot. Also eine sehr dezente Frische, sehr angenehm, nicht penetrant. Aber da hatte ich bei Adalia eigentlich bis jetzt noch nie was zu meckern, dass es zu kalt war. Und im Vordergrund habt ihr beim Ausatmen eine sehr künstlich gehaltene Blaubeere, aber nicht zu künstlich, also sie stört nicht. Ja, ihr kennt das ja bestimmt, manche Blaubeertabaksorten, die dann so richtig krass künstlich sind, die sind dann so aufdringlich seifig. Das ist hier nicht so. Es ist eher, ja, es ist, man merkt, dass es eine künstliche Blaubeere ist, aber sie ist okay. Sie gibt dem Ganzen einen gewissen Touch. Und man schmeckt sie halt vordergründig. Dazu kommt dann so, ja, im Mittelding sozusagen, eine Maracuja, die sehr schön, sehr, ja, ich will nicht schon wieder spritzig sagen, aber ich muss es sagen, sie ist spritzig, sie ist leicht säuerlich, aber nicht zu sauer, also es ist eine angenehme Säure. Ja, eigentlich so eine richtig typische, authentische, natürliche Maracuja-Säure, also sie ist sehr natürlich gehalten. Von der Mango allerdings muss ich sagen, schmecke ich jetzt nicht wirklich was. Ich weiß nicht, ob das von Adalia so gewollt war, dass die sehr im Hintergrund mitschwingt. Also man merkt sie dann so am Ende vom Zug, vom Ausatmen schon, dass dann noch irgendwas anderes mitschwingt. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, volle Bude Mango. Also man schmeckt es, aber ja, es ist nicht wirklich stark. Ich muss mich vielleicht nochmal korrigieren zu der Blaubeere, dass man die Vordergründe schmeckt. Man schmeckt sie nicht stark raus, aber man merkt diese künstliche Note. Ja, also es schmeckt nicht unbedingt sehr stark nach Blaubeere, sondern mehr so künstlich. Und dann kommt halt die Säure und dann die Mango. Sehr, sehr angenehm, wie ich finde. Ist auch aktuell einer der Tabake, die ich mit am liebsten rauche. Ja, also ich könnte den mir wirklich jeden Abend reinzwirbeln. Mache ich aber nicht, weil ich habe noch genug anderes, was ich auch gerne rauche. Deswegen, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Tabak, den ich täglich rauchen könnte. Ich würde mich jetzt auch nicht darauf festlegen, dass der nur sommermäßig gemacht ist. Denn ja, der geht immer. Ne? Also wenn ihr nicht wisst, was ihr rauchen wollt, Adalia Endless Flirt, wie ich finde, der geht einfach immer. Weil er ist nicht zu aufdringlich, er hat einen guten Mix aus dem Ganzen. Es ist einfach ein guter Allrounder. Ähnlich wie Love 66, ja. Also so, ja, es ist ein guter Allrounder. Und ja, damit würde ich das Ganze auch schon wieder abschließen. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und lasst mir gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei Maishish.